Österreich steht erstmalig in der Geschichte vom österreichischen Nationalteam im Achtelfinale einer Europameisterschaft und sie konnten das heute nach einem souveränen Sieg gegen die Ukraine sicherstellen. 1:0 gewinnt Österreich gegen die Ukraine in Bukarest und sichert sich somit den zweiten Platz in der Gruppe C für das Achtelfinale. Ich bin momentan sehr, sehr euphorisch, deswegen entschuldigt vielleicht die ein oder andere etwas freudige Sprache. Ich bin momentan einfach sehr gewillt, das noch in Worte zu fassen, denn als Österreicher ist das etwas sehr Historisches. Deswegen lass uns doch mal gleich hineinschauen, was heute alles im Spiel passiert ist. Es ist also vollbracht, Leute. Österreich steht erstmalig im Achtelfinale und wir kennen sogar schon den Gegner von Österreich. Das wird nämlich Italien sein im Wembley Stadium in London am Samstag um 21 Uhr. Also es geht nicht viel besser als das. Natürlich sind wir klare Außenseiter, aber lass uns doch gar nicht darüber reden. Reden wir einfach mal über die Tatsache, dass Österreich sich qualifiziert hat für eine K.O.-Phase. Allein dieser Gedanke, das auszusprechen, ist schon wirklich etwas sehr Besonderes. Aber starten wir doch am Anfang des Spiels. Franco Foda hat nämlich mit einer etwas interessanten Aufstellung überrascht, denn Ulmer geht raus, der Linksverteidiger, und Österreich spielte mit einer Viererkette und er brachte Florian Grillitsch in die Zentrale, der das Spiel leiten sollte, und das erwies sich als Goldgriff, denn Florian Grillitsch hat es auch im Nachhinein Man of the Match bekommen für das Spiel und leitete das Spiel perfekt, und Österreich spielte eine der besten ersten Halbzeiten, die ich je gesehen habe, denn sie attackierten, spielten offensiv, kreierten Chancen und es hat gewirkt wie eine Frage der Zeit, bis ein Tor fallen sollte. Und so kam es auch für Österreich, dass sie das 1:0 machten nach einem Eckball. Ausgerechnet nach einem Eckball schießt Christoph Baumgartner, der gerade vorhin noch eine Kopfverletzung hinnehmen musste und kurz draußen war und behandelt werden musste, das 1:0, zwar nicht mit dem Kopf, aber mit dem Fuß, zum 1:0 für die Österreicher. Ich habe es zweimal gerade gesagt, es tut mir leid, aber es war wirklich so ein toller Moment und wirklich Wahnsinn. Und danach spielte Österreich weiter. Wir hätten sogar noch 2-3-0 führen können. Ukraine war sehr abgemeldet in der ersten Halbzeit. Es gab eine gute Chance von Jarmolenko, aber sonst war die Ukraine relativ zahnlos und wir hatten sogar noch an Arnautovic noch die Chance, das 2:0 zu machen. Eigentlich eine perfekte Chance, perfekt rausgespielt, aber es geht 1:0 in die Halbzeitpause. Nach der Halbzeit passierte etwas, womit ich nicht gerechnet habe. Ich habe gedacht, die Ukraine gibt jetzt Vollgas und drängt uns hinten rein und wir müssen jetzt zittern, aber es war wie eine Freundschaftsspiel in der zweiten Halbzeit. Österreich kontrollierte das Geschehen, wir gaben wenig Bälle weg und die Ukraine war sehr, sehr schwach für ihre Verhältnisse. Sie haben eigentlich sehr gute Spieler in Reihen, wie ein Sinchenko oder ein Malinowski, der zwar ausgewechselt wurde, auch ein Jarmolenko oder auch ein Jeremtschuk vorne, alle ziemlich zahnlos, und das war sehr überraschend zu sehen, denn man hat gedacht, Österreich wird das jetzt sicher noch spannend machen, und es war auch spannend bis zur letzten Minute, aber Österreich sichert sich damit das Ticket fürs Achtelfinale. Und somit ist es fix, Österreich spielt gegen Italien am Wochenende im Wembley und es wird ein Fußballfest und ganz Österreich steht hinter der Mannschaft, einfach toll zum Sehen, und ich möchte gar nicht mehr so viel zu sagen, weil Österreich hat dort einfach gut gespielt und das ist so erfrischend nach all den Jahren, wo man eigentlich immer wieder gut gespielt hat, aber nichts bekommen hat. Jetzt haben wir endlich die Lorbeeren geerntet und sind jetzt im Achtelfinale von einer Europameisterschaft und das wird sicherlich ein cooles Spiel. Schreibt mal gerne eure Meinung zum Spiel in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Ich diskutiere auch immer gerne mit. Etwas euphorischer als normalerweise, also macht es euch gefasst und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald und ciao.